Eine Tragödie ereignete sich, als es am späten Abend 17 Tote, darunter die Fahrerin, wurden bis zur Stunde geborgen. Hier heute Nacht ereignet hat. Laut Polizeiangaben kam das 20 Tonnen schwere Fahrzeug unter noch ungeklärten Umständen von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in die Tiefe. Das Feuer, das sich daraufhin in rasender Geschwindigkeit ausgebreitet hatte, konnte von der Berliner Feuerwehr inzwischen gelöscht werden. Die traurige Bilanz, mindestens 17 Menschen sind tot, darunter auch die Fahrerin des Busses. Da möchte man ja auch nicht mitgefahren sein. Krass, ey. In die Krankenhäuser gebracht. Unter ihnen befindet sich vermutlich auch die 17-jährige Tochter der Fahrerin. Der Fernbus der Firma Nightbus war in der Nacht in Berlin gestartet. Hallo. Nicole lässt sich entschuldigen, sie hat heute die Kinder am Bus geklärt. Okay, gut. Wo stehen wir? Cecil? Wolf-Dieter Wilbruck hat mich vor einer guten Stunde angerufen. Nightbus gehört zur Wilbruck-Unternehmensgruppe. Okay. Er möchte, dass wir die gesamte Öffentlichkeitsarbeit übernehmen. Presse, Abmahnung, Klageerwiderung, das gesamte Paket. Nightbus beschäftigt über 1000 Mitarbeiter. 772. Was? Es sind 772 Mitarbeiter, nicht 1000. Ach so, okay, ja, jedenfalls steht viel auf dem Spiel. Arbeitsplätze, Existenzen. Ist dein Vater nicht Großaktionär bei Wilbruck? Wir haben leider nur 2,5%. Nur 2,5%? Bei einer Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden macht das Frank Hittmann ganz gut. Oh Gottchen. Oh, soll ich Taschenrechner rausholen? 32 Millionen? Und ein paar zerquetschte. Das Mandat bringt gutes Geld. Das lassen wir nicht auf der Straße. Yes! Das finde ich auch. Leo. So. Die Schwägerin der toten Fahrerin hat angerufen und möchte, dass wir ihren Bruder vertreten. César Perez. Den Ehemann der Fahrerin. Das kommt jetzt aber ein bisschen spät. Perez ist total überfordert. Seine Tochter wird gerade notoperiert und die Presse belagert das Krankenhaus. Pro bono. Davon gehe ich aus.